In diesem Video schauen wir uns das Halteproblem an. Es ist ein bekannter Begriff in der Informatik und vielleicht kennst du es ja im Prinzip auch schon mal, indem du eine App hattest oder ein Programm, das abgestürzt ist und dann ist halt immer so die spannende Frage, lohnt sich das Warten? Muss ich noch einen Moment warten oder tut sich da nichts mehr? Das ist im Prinzip so ganz grob ein Halteproblem. Oder was weiß ich, habe einen Druckauftrag abgeschickt. Große Frage ist, kommt der Druckauftrag an? Muss ich nur warten? Kommt er dann an? Ja, Halteproblem. Was ist das Problem? Naja, hält das Programm immer. Wieso ist das ein Problem zu beantworten, ob Programm hält? Wir machen das mal am Kollatsproblem. Das ist hier eine ganz einfache Rechenvorschrift. Das heißt, ich suche mir eine beliebige natürliche Zahl, meinetwegen 5. Und wenn 5 gerade ist, dann durch 2, ansonsten 3n plus 1. So lange machen, bis n gleich 1 rauskommt. Gut, 5 ist ungerade. 3 mal 5 ist 15, plus 1 ist 16. 16 ist gerade, durch 2 ist 8, ist 4, ist 2, ist 1, fertig. Wir tun mal so, als würde die 1 kein Abbruchkriterium sein, dann wäre 1 ungerade, dann würde ich bei der 4 landen und dann wäre ich 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1 und dann sieht man auch schon ein Problem. Ich bin in so einer Art Endlosschleife drin. Endlosschleife ist blöd, weil dann wird das Programm garantiert nicht enden. Das heißt, die Frage ist irgendwie, gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, dass ich in der Endlosschleife lande? Weil darüber entscheidet sich, ob das Programm halten wird oder nicht. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin in der Endlosschleife drin, dann ist klar, dass das Programm nicht halten wird. So, wie macht man das Ganze? Das Problem ist halt zu beweisen, dass es praktisch ein Programm gibt, das mir sagt, wenn ich das Programm praktisch da reingebe, mein zu untersuchendes Programm da reingebe und eine Eingabe für dieses Programm, meinetwegen das Kollatz-Geschichte, die Kollatz-Geschichte und die 5 und mir diese Lösungsmaschine dann sagt, ob es hält oder nicht. Das wäre schön. Jetzt ist halt die Frage, zu beweisen, dass es das gibt. Ist halt schwierig, weil ich habe ja so eine Maschine nicht. Ich will ja irgendwie zeigen, dass es die gibt. Ich kann den Spieß umdrehen und sagen, machen wir genau andersrum. Das hilft tatsächlich relativ häufig in der Informatik. Man versucht im Prinzip das Gegenteil zu machen oder das Gegenteil zu fragen. Also nicht existiert so eine Maschine, sondern existiert so eine Maschine nicht. Das ist tatsächlich einfacher. Das heißt, ich muss jetzt nur irgendwie einen Beweis führen, dass das nicht existieren kann. Und der Beweis ist tatsächlich relativ einfach. Und zwar mache ich das so, indem ich jetzt einfach sage, ich tue jetzt mal so, diese Maschine existiert. Das heißt, ich habe ein Programm oder Maschine, da gebe ich ein anderes Programm, meinetwegen das Kollatz-Ding rein, plus die Eingabe und das sagt mir, ob das Ding halten wird oder nicht. So, die Maschine nehme ich jetzt und verpacke die. Und zwar derart, dass ich jetzt eine Maschine habe, wo ich mein zu untersuchendes Programm reingebe und diese Maschine gibt das in meine Halteproblemlösungsmaschine ein. Das heißt, einmal als Programm und einmal als Eingabe. Das heißt, meine neue Maschine sorgt im Prinzip dafür, dass meine Eingabe, also mein Programm, was untersucht werden soll, auf sich selbst angewendet wird. Und jetzt gehe ich noch her und tue praktisch das meine Problemlöse oder hält mein Programmlösemaschine, nehmen und den Quelltext praktisch selber da oben rein füttern. Das heißt, die untersucht sich quasi selber. Und ich lege jetzt fest, dass meine neue Maschine in eine Endlosschleife verfällt, wenn meine Halteproblemlösemaschine sagt, das Ganze hält.
und Ja sagt, wenn meine halbe Problemlösemaschine Nein sagt. Soweit, so gut. Das heißt, das Problem oder das Programm soll sich jetzt praktisch selber analysieren. Machen wir das mal. Was kommt dabei raus? Die Maschine hält mit der Eingabe des Quelltextes Maschine. Nee, weil wir haben ja gerade festgelegt, bei Ja soll sie entsprechend nicht halten. Also Widerspruch. Maschine hält nicht bei der Eingabe des Quelltextes Maschine. Nein, Widerspruch. Die Maschine hält ja, haben wir ja so festgelegt. Und damit habe ich praktisch für beide Richtungen einen Widerspruch und damit habe ich gezeigt, dass diese Maschine nicht existieren kann. Das heißt, mein Halteproblem, oder es gibt keinen Algorithmus, der mir für ein Programm sagt, ob es für eine gewisse Eingabe halten wird oder eben nicht halten wird. Und damit ist das Halteproblem semi-entscheidbar. Heißt im Klartext, wenn die Maschine hält, weiß ich, dass sie hält. Und wenn sie nicht hält, dann kann ich nicht sagen, dass sie nicht hält, weil ich weiß ja nicht, ist es eine Endlosschleife, also wird sie wirklich nicht halten oder muss ich nur warten, bis sie hält. Und damit, wie gesagt, ist das Halteproblem semi-entscheidbar. Wenn das Video hilfreich war, Daumen nach oben. Fragen kann man hier als Kommentare geben. Und ja, soweit, so gut.